Hallo Leute und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video von eurem besten YouTuber Lieblingsmenschen. Nein, doch. Oh. Wir gehen heute zusammen ins Jump House und mit dabei sind noch Sandra, Norman, Carola, Ami. Hi. Jede 40. Straftat in Deutschland betrifft Cannabis. Hi. Lass mich doch einmal rauchen, Alter. Hast du Angst? Ja, aber ich bin gesichert. Ich bin bei der deutschen Versicherung versichert. Die Allianz. Null Zeit muss ich zahlen. Versicherung. Wir sind jetzt im Jump House angekommen und gehen jetzt auf dieses Ding. Das dreht sich im Kreis. Dreh dich um. It was at this moment Sandra knew she fucked up. Ein paar Sekunden später. Das ist so ein Monitor hier und der filmt Sandra, wie sie springt und projiziert Sandra auf das Spiel. Sandra hat sich 5670? Das ist der leichteste Kurs, das ist der mittelschwere Kurs und den schwierigsten Kurs macht Sandra jetzt direkt. 3, 2, 1. Musst du herhangeln. Und jetzt siehst du... Komm, Sandra. Da ist der Stoppknopf, Sandra. Da musst du draufdrücken. Sandra ist auf den letzten Metern ihrer Jump House Ninja War. Und jetzt, sie hat gedrückt. Wahnsinn, was ist die Zeit? 2:04. Hier mal ein kleines Suchbild. Der Sandra findet, kriegt 10 Millionen Euro. Da ist sie. Richtig, habe ich wohl gewonnen. Dann haben wir uns einen Spaß erlaubt und Sandra in so ein Schaumstoffbad geschubst. Das Problem war dann nur, die kam da nicht mehr raus. Das war es hier wirklich komplett. Sandra gegen Norman. When you try your best. Chicken China. Wanna kick it. Chicken China. Wir gehen jetzt hier Völkerball spielen und hier sind die Regeln. Hier steht auch keine Beleidigung, hey, oder? Du, Spassi! Das ist Jule. Jule hat auch Spaß am Sport, deswegen sitzt sie am Rand. Das bin ich. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Tschüss, Jump House. Das war's vom Video. Lasst ein Like da. Tschüss! Oh, ist ein bisschen laut. Hi! Sorry, dass das Video hier heute jetzt nur so kurz ging. Die Sache ist, ich habe einfach meine Kamera mitgenommen, als wir in dieses Jump House gefahren sind und habe mir gedacht, da wird bestimmt ordentliche Scheiße bei rauskommen. Sandra hat sich an dem Tag auf jeden Fall ordentlich wehgetan, aber zum Glück ist sie bei der deutschen Versicherung versichert. Wenn euch der Vlog hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch hier unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke-Schule seid. Und jetzt würde ich einfach nur noch sagen...